Nachdem wir in den letzten Videos uns angeschaut haben, was so der Input für unseren Architekturentwurf ist, also an welche Anforderungen und Randbedingungen wir uns zu halten haben, fangen wir jetzt an, den eigentlichen Entwurf durchzuführen. Auch das haben Sie eigentlich schon gemacht. Die vorgestellten Verfahren sind relevant, vor allem wenn Sie sich an größere Projekte wagen, die also den Rahmen von Software Engineering 2 sprengen würden. Also jetzt geht es um den Entwurf und die Doku von Softwarearchitekturen. Sie haben im Grunde zwei alternative Möglichkeiten, eine Architektur zu entwerfen. Das eine ist so dieser Teil- und Herrscher-Ansatz. Das heißt, Sie nehmen das System und zerlegen das schrittweise in kleinere Teile und zerlegen die kleineren Teile wieder in kleinere Teile. Das ist das klassische Top-Down-Vorgehen. Alternative wäre das Bottom-Up-Vorgehen. Sie starten bei drei, vier Java-Klassen und bauen oder drei, vier PHP-Klassen oder sowas und bauen schrittweise dieses kleine Etwas zu einer größeren Struktur auf. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, das Ding immer mal wieder zu restrukturieren, weil sie ansonsten diesen berühmten Big Ball of Mud irgendwann haben. Also Top-Down-Vorgehen. Das heißt, Sie haben da zwei Varianten im Top-Down-Vorgehen. Erstens, Sie strukturieren fachlich, zweitens, Sie strukturieren technisch. Geht es jetzt erstmal die fachliche Konstruktion. Das heißt, was Sie versuchen ist, schon wie wir das beim domänengetriebenen Design gesehen haben, auch da zeige ich Ihnen nachher noch eine ähnliche Technik, wie zerlegen Sie das große fachliche Etwas, von mir aus Konzernbilanzierung oder in dem Beispiel, was noch folgt, Internetshop, in kleine, möglichst autonome, fachlich motivierte Subsysteme. Das war so ähnlich wie die Aggregate im Domain-Driven Design. Das ist eigentlich das gleiche Konzept, was dahinter steckt. Und wenn Sie die Subsysteme gefunden haben, also von mir aus Rechnungsstellung, Katalogsystem, Nutzerverwaltung und so weiter, versuchen Sie sich nach den Subsystemen dann die Schnittstellen zwischen diesen Subsystemen zu überlegen. Also wie sollen die Daten austauschen und versuchen das natürlich so weit zu machen, dass möglichst wenige Schnittstellen da sind. Sie wollen ja die Abhängigkeit zwischen den Subsystemen möglichst gering halten. Was Sie dann machen können, ist, wenn die Subsysteme immer noch so groß ist, dann machen Sie aus dem Subsystem wieder kleinere Subsysteme und so weiter, bis Sie irgendwie bei einer handhabbaren Größe gelandet sind. Alternativ und zusätzlich, nee, eher zusätzlich, machen Sie die technische Konstruktion. Wie gesagt, technische Konstruktion brauchen Sie immer dann, damit der fachliche Teil läuft. Also das heißt, wenn Sie ein fachliches System Kundenverwaltung haben, brauchen Sie technisch ja eine Datenbank, wo Sie die Kunden speichern können. Wenn Sie fachlich eine Vertragsverwaltung machen, müssen Sie sich technisch überlegen, wie machen Sie Authentifizierung, Autorisierung. Wie machen Sie das Logging, sodass das ganze Ding betreibbar ist. Also das heißt, dieser technische Teil sorgt dafür, dass der fachliche Teil funktioniert. Der technische Teil an sich ist sinnlos. Er ist erst dann sinnvoll, wenn der sozusagen dafür dient, eine Fachlichkeit zum Laufen zu bringen. Und in dieser technischen Konstruktion überlegen Sie sich, naja, welche Schichten wollen Sie haben? Datenbankzugriffsschicht, GUI-Schicht, Dialogschicht innerhalb der GUI-Schicht zum Beispiel. Auf welche Tiers wollen Sie Ihre Applikation verteilen? Also das heißt, wie viel Prozent Ihrer Applikationen laufen auf dem Smartphone, wie viel laufen in der Cloud zum Beispiel, wie viel läuft in der Datenbank, also wie verteilen Sie Ihre Funktionalität und wie viele verschiedene Rechner wollen Sie eigentlich beteiligen an dem System. Ne? Sie können ja eine Two-Tier-Architektur machen, Client greift direkt auf Datenbank zu oder Sie bauen auch beliebig viele Schichten dazwischen und viele Rechnerräume dazwischen. Je nach Anforderungen ist mal das eine, mal das andere besser. Also man kann jetzt nicht sagen, pauschal machen Sie immer Four-Tier-Architektur oder sowas, sondern das hängt sehr, sehr stark an den Anforderungen und Randbedingungen, die Sie in Ihrem Projekt haben. Ja, also wie gesagt, und das sind so zwei unabhängige Aktivitäten: fachlich dekomponieren in fachliche Subsysteme, technisch dekomponieren in Schichten und Tiers, also Rechnerräume, Prozessräume, die Sie haben. Beide Sachen sind zu tun. Gerade bei den größeren Systemen wäre das natürlich wichtig. Und wie gesagt, Alternative zu dem Top-Down-Ansatz ist der Bottom-Up-Ansatz. Das ist auch häufig so als emergentes Design bezeichnet. Also die Idee ist wirklich, Sie fangen an zu programmieren und die Struktur des Systems entwickelt sich organisch, je mehr Requirements Sie hinzufügen. Ich sage nur, da muss man wirklich aufpassen, dass man immer mal wieder zwei Schritte zurücktritt und überlegt, passt die Struktur noch, sind die Datentypen alle richtig, sollte ich jetzt nicht doch Komponenten einführen? Denn wie Sie an dem Beispiel von der Deutschen Bahn AG im Domain-Driven Design gesehen haben, wenn ich das jetzt sozusagen unkontrolliert wachsen lasse, habe ich irgendwann mal einen sehr großen, immer weniger beherrschbaren Softwarebrocken,
In einem schönen Papier von Foote und Yoder wird dieses Ding auch als Big Ball of Mud, also großer Klumpen Dreck, bezeichnet. Sie merken das ja an den Zeiten, die Sie brauchen für eine Änderung. Je länger Sie brauchen, desto mehr dreckiger ist der Klumpen, den Sie haben. Ich beschäftige mich jetzt in den 3, 4, 5 Folien, die ich Ihnen jetzt zeige, mit dem Thema Top-Down-Design. Das heißt, warum machen Sie überhaupt sowas? Top-Down ist eigentlich so die ganz klassische alte Technik, die in Deutsch Teile und Herrsche, in Englisch Divide and Conquer, in Latein, da kommt es wahrscheinlich her, Divide et Impera. Und was Sie machen, ist, Sie versuchen ein großes Problem, was Sie so an sich nicht so im Stück lösen können, in kleinere lösbare Probleme zu zerlegen. Und Sie zerlegen halt so lange das große Problem, bis Sie bei kleinen Sachen sind, die Sie lösen können und integrieren sozusagen das, was Sie dann gemacht haben, wieder zur großen Problemlösung auf. Und bei uns ist es so, Sie haben ja ein großes oder mittelgroßes Team von mehreren Leuten und was Sie dann natürlich versuchen würden, ist das Problem so oder Ihre Software so zu zerhacken, dass Sie die im Team bauen können. Also das heißt, dieses Top-Down-Design ist eigentlich auch ein Instrument des Projektmanagements, um die Arbeit im Team gescheit verteilen zu können. Deswegen bauen Sie Komponenten ein. Nicht wegen dieser Wartbarkeits-Hudel-Dudel-Diskussion. Das klappt meistens eh nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Also Komponenten vor allem, um Ihr Team organisieren zu können. Und die Schnittstellen Ihrer Software sind dann Schnittstellen zwischen den Teams. Auch das muss man sich immer wieder klar machen. Also, und so eine Schicht, ein Subsystem, eine Komponente ist halt genau dann ein Arbeitspaket für ein Teilteam. Das ist das, was Müller-Meyer und Schmidt gemeinsam machen werden. Und das Ergebnis von Müller-Meyer-Schmidt ist halt die laufende Komponente. Sie können die Komponente, das Subsystem, die Schicht dann auch an Teilteam weitergeben, dass sie das weiter detaillieren, wenn die Lust haben. Vielleicht haben sie die Möglichkeit, einen Teil davon zuzukaufen. Also so eine Schicht, ein Subsystem ist die Möglichkeit, Element des Zukaufs, zum Beispiel eine Datenbankzugriffsschicht, die bauen Sie ja nicht mehr selber, die nehmen Sie als Open-Source-Komponente. Es ist eine Einheit des Deployments, also das Ding liefern Sie separat aus. Es ist eine Einheit des Testens, also das ist so eine kleine, für sich testbare Komponente, sonst können Sie die im Teilteam auch nicht bearbeiten. Also es ist eine Einheit des Tests. Vielleicht bauen Sie für diese Einheit eine eigene Pipeline auf. Also das heißt, das ist so ein Klotz, mit dem Sie durchgehend in Ihrem Projekt arbeiten werden. Und je unabhängiger dieser Klotz von allen anderen Klötzen des Systems ist, desto besser ist es. Und wie gesagt, Maß dafür kann ich, also Sie können das feststellen, indem Sie ausprobieren, kann ich das einzeln deployen, also eine neue Version davon ausliefern, ohne alle anderen Versionen ausliefern zu müssen. Das ist so ein Kriterium. Zweites Kriterium, kann ich das alleine ohne alles andere drumherum testen. Also separate Testbarkeit, separate Deploybarkeit. Wenn das gegeben ist, haben Sie ein gutes Subsystem gefunden. Warum machen Sie das? Naja, Sie wollen es wartbar haben. Wartbar heißt im Sinne von, Sie können es einzeln austauschen. Also das heißt, dann können Sie lokaler Änderungen deployen. Also es ist auch besser wartbar, weil Sie leichter Änderungen ausrollen können. Und ich kann es weiterentwickeln, weil ich es auf dem Team verteilen kann. So, und die Frage ist, also was ist so ein gutes Subsystem? Das habe ich, oder gutes Aggregat, kann man sagen, wie im Domain-Driven Design. Das habe ich zum Teil schon erzählt. Also Sie versuchen es so hinzukriegen, dass das Ding fachlich geschlossen beschreibbar ist. Ne? Die Kundenverwaltung hat nur was mit Kunden und mit dem Verwalten der Kunden zu tun, während die Vertragsverwaltung halt was mit Verträgen zu tun hat. Wenn ich mich in die Kundenverwaltung eingearbeitet habe, dann kann ich das Thema Verträge ignorieren. Wenn ich das Thema Vertragsverwaltung implementiere, kann ich Kunden ignorieren. Ne? Also das heißt auch Information Hiding, mentale Vereinfachung auf den Köpfen der Entwickler. Also Sie vereinfachen das Entwicklungsproblem. Je autonomer die Komponenten sind, desto weniger muss ich wissen, um diese einzelne Komponente, das Aggregat, das Subsystem bauen zu können. Und das ist ein einfachlicher Aufgabenbereich. Auch die Menge der Leute, mit denen Sie reden müssen, ist natürlich kleiner, je fachlich autonomer das Teil ist. Vielleicht gibt es ja eine Vertragsverwaltungsabteilung und wenn Sie die Vertragsverwaltungskomponente machen, müssen Sie nur mit denen reden. Wenn Sie die Subsysteme ungünstig geschnitten haben, dann steigt automatisch auch die Zahl Ihrer Gesprächspartner. Jetzt in unseren SC2-Projekten ist das sicher irrelevant, da haben Sie immer einen Gesprächspartner. Wenn Sie für eine große Versicherung oder einen Autobauer arbeiten, kann das durchaus in eine große Personenmenge ausarten, mit der Sie reden müssen. Sie wollen möglichst Schnittstellen haben dieses Subsystems zu anderen Teilen der Software und die sollen möglichst klein sein und natürlich möglichst fachlich motiviert sein. Also wirklich Kundenkonten, Verträge oder von mir aus Motorsteuerung betreffen, wenn Sie in der Motorsteuerung sind, aber eben nichts besonders Technisches. Sowas wie Transaktionssteuerung wollen Sie eben nicht drin haben. Unabhängigkeit ist wichtig, also nochmal. Sie wollen separat deployen können, unabhängig ausliefern können und Sie wollen es separat testen können. Nur dann kann das ein Teilteam bearbeiten. Also das sind eigentlich die beiden wichtigsten Kriterien.
Das hat häufig zur Folge, dass das Teil die Datenautonomie hat. Genau das ist der Grund, warum ich auch hier immer wieder von Aggregaten spreche, denn Aggregat bedeutet auch nichts anderes. Sie haben so einen Klumpen Software und der Klumpen Software hat einen Klumpen Daten, für die er ausschließlich verantwortlich ist. Datenautonomie bedeutet, die Komponente hat aus, das ist nur die eine Komponente oder dieses eine Aggregat hat Schreibrecht auf den Daten. Andere können möglicherweise Leserecht haben, das können sie nicht ganz ausschließen, gerade so bei Queries und komplexen Joins eventuell, aber das Schreiben ist auf eine einzige Komponente begrenzt. Das heißt, sie kontrollieren den schreibenden Zugriff auf die Daten durch diese eine Komponente, durch dieses eine Aggregat oder Subsystem. Das meint Datenautonomie. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Sonst kriegen sie es nicht unter Kontrolle. Und es muss natürlich spannend genug sein, dass es sich lohnt, das Teil überhaupt einzeln zu entwickeln. Es sollte natürlich klein genug sein, dass sie es noch beherrschen können. Häufig hat das, das könnte man diskutieren. Man kann jetzt sagen, da ist eine GUI dabei. Man kann so sogar so Mikro-GUIs machen, also wo sie so eine GUI-Komponente haben, die dann in eine große integriert wird. So würde ich das jetzt betrachten. Sie können natürlich auch überlegen, das ist jetzt nur so ein Service am Backend zum Beispiel. Und ein GUI betrachten Sie dann separat mit eigenen Komponenten. Beide Sichtweisen sind gültig, je nachdem, was bei Ihnen am meisten Sinn macht. Und Beispiele für so Subsysteme, paar habe ich immer wieder erwähnt: Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung, die Instandhaltung, das Inkassosystem, das Reklamesystem. Nun kommen wir zu einem praktischen Beispiel. Ich verwende hier ein Beispiel, das habe ich von meinem Amtsvorgänger, dem Johannes Siedersleben, übernommen. Der hat in seinen Software Engineering Vorlesungen immer eine Skischule modelliert. Und was Sie da auf der Folie sehen, ist jetzt das logische Datenmodell von einer Skischule. Was gibt es in der Skischule? Es gibt Skikurse. Der Skikurs wird von einem Skilehrer gegeben, also von genau einem Skilehrer in dem Fall. Also jeder Kurs gehört genau zu einem Skilehrer. Der Kurs ist natürlich in dem Kursplan enthalten. Also es gibt eine Planung für den gesamten Winter. Die Skischule muss ja wissen, wann sie welche Skilehrer braucht. Zu dem Kurs kann man sich anmelden und jeder Teilnehmer kann natürlich auch mehrere Anmeldungen schreiben, weil ich natürlich mehrere Kurse machen kann. Und der Teilnehmer kann auch beim Materialverleih Material ausleihen. So, wenn wir das mal als Grundlage hernehmen und überlegen, wie können wir jetzt fachliche Subsysteme finden oder wie können wir diese Aggregate finden, in denen im Domain-Driven Design Ansatz bereits die Rede war. Was wir also suchen müssen, sind ja fachlich stark zusammengehörende Entitäten, also die häufig gemeinsam verwendet werden und die müssen natürlich trennen von den Sachen, die sie selten oder gar nicht gemeinsam verwenden. Und also was sind so fachliche Klötze, die wir hier finden können? Wenn wir uns das mal genauer anschauen, sowas wie ein Materialverleih ist wahrscheinlich was anderes wie eine Skikursplanung. Also schreien da schon gewisse Subsysteme raus. Also was machen wir? Wir wollen fachlich zusammenpassende Entitätstypen finden und die in dasselbe Aggregat stopfen oder in dasselbe Subsystem tun. Und die sind häufig die, die gemeinsam häufig verwendet werden. Wenn sie selten verwendet werden, gehören sie wahrscheinlich in verschiedene Geschichten rein. Wenn wir als Analysegrundlage können wir vielleicht unsere ersten Dialogentwürfe verwenden, denn auch da, Sie sehen ja dann die Daten, die häufig gemeinsam dargestellt werden, weil sie in gemeinsamen Dialogen sind oder weil sie im Text der gemeinsamen User Stories vorkommen oder von Anwendungsfällen, wenn Sie klassisch arbeiten. Also Anwendungsfälle, User Stories sind so die Grundlage dafür zu finden, was sind Sachen, die häufig gemeinsam verwendet werden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch gut in eine gemeinsame Komponente, in gemeinsame Subsystem passen. Und was Sie natürlich wollen, ist, wenn Sie Subsysteme finden, es soll natürlich so strukturiert sein, dass es möglichst wenig Verbindungen zwischen den Subsystemen gibt. Denn jede Verbindung ist ja wieder eine neue Schnittstelle oder Sie müssen da irgendwie Foreign Keys oder fachliche Identitäten auflösen und so weiter. Also wollen Sie natürlich einen Entwurf haben mit möglichst wenig Verbindung. Wie geht das? Also Sie ummanteln jetzt hier in dem Entwurf mal Elemente, die Sie dann auch in Dialogen finden. Zum Beispiel gibt es vielleicht einen eigenen Mitarbeiter, der nur eine grafische Oberfläche hat für Materialverleih und natürlich bietet es sich dann an, sowas wie ein Fahnschein und Material in einer eigenen Materialverleihkomponente oder so ein Subsystem auszulagern. Dann macht sicher Sinn, die Planung der Skischule in eine eigene Komponente zu packen. Da brauchen Sie andere Sichten. Und Sie sehen hier schon, die Planung wird vielleicht von einem anderen Mitarbeiter gemacht, bei einer großen Skischule natürlich nur, wie der Materialverleih. Möglicherweise ist das in einem anderen Gebäude sogar. Vielleicht ist das hier etwas, was im Büro stattfindet, vielleicht sogar weit
bevor der Winter überhaupt losgeht. Vielleicht planen die ja schon im Herbst die Skischule, die Skikurse, während das hier, der Materialverleih, natürlich im Winter direkt stattfinden muss. Dann gibt es sicherlich eine Teilnehmerverwaltung. Möglicherweise gibt es da sogar eine Internetmaske, die Teilnehmer direkt verwenden können. Also Sie sehen, eventuell werden diese Subsysteme auch von verschiedenen Personenkreisen bedient. Also was ein weiteres Kriterium wäre, die als solche Subsysteme zu isolieren. Also verschiedene Personenkreise bedienen verschiedene Teile der Anwendung. Und so haben wir jetzt in diesem ganz alten klassischen Beispiel vier mögliche Subsysteme gefunden. Und was da vielleicht noch ganz nett ist, ist, jetzt haben wir hier nur jeweils eine Verbindung dazwischen. Das heißt, der Teilnehmer und der Pfandschein hängen natürlich irgendwie zusammen. Und jetzt können Sie vielleicht den Pfandschein so geschickt implementieren, dass der nur so eine Teilnehmer-ID kennt, aber nicht einen Zeiger oder eine referenzielle Integritätsbedingung auf den Teilnehmer direkt hat. Oder der kursreferenzierten Skilehrer, aber vielleicht kann er das auch nur mit so einem Key oder einem Kürzel von dem Skilehrer machen, ohne dass er jetzt gleich einen Zeiger auf ein Skilehrerobjekt hat. So, und wenn wir das jetzt haben, diese Unterteilung und Subsysteme, das ist natürlich jetzt Input für unseren Projektplan. Das heißt, wir können jetzt ein Projektplanungsteam, ein Skischulenplanungsteam aufsetzen und ein Teilnehmerverwaltungsteam. Vielleicht können wir uns sogar überlegen, welche Reihenfolge wir die Sachen bauen. Vielleicht können wir ja eine Planung zuerst bauen und dann die Teilnehmerverwaltung machen oder andersrum und die Skilehrerverwaltung und Materialverleih erst danach. Das kann man vielleicht noch mit Zetteln machen. Also diese erste Unterteilung ist eine ganz gute Grundlage für alle weiteren Arbeiten. Diese Unterteilung war jetzt ein erster Schritt auch zum Architekturentwurf im Detail und ich stelle jetzt die weiteren Teile des Architekturentwurfs anhand verschiedener Architektursichten vor, die dann Stück für Stück im Laufe des Entwurfs entstehen. Das aber dann im nächsten Video.